Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute haben wir wieder einen Teamgeist und ich habe heute das Thema Winterkinder-Geburtstage sozusagen, also Geburtstagskarten für Winterkinder. Und ihr seht jetzt erstmal meine Ideen, da wollte ich ein bisschen was dazu erklären und dann kommen gleich die tollen Ideen von meinen Teamies, damit ihr da ganz viel Inspiration habt. Genau, also ich habe hier ein paar Varianten gemacht von einer Karte. Ich glaube, so kann ich euch alle zeigen. Als erstes habe ich mir gedacht, wenn man jetzt eine Karte für ein Winterkind macht, irgendwie sind doch Pusteblumen total schön, oder? Es schaut ein bisschen aus wie Schneebälle, aber kann natürlich auch, auch mal eine Blume im Winter sein. Natürlich fand ich eine ganz witzige Kombination und deswegen habe ich mir gedacht, mache ich so eine Karte. Das Besondere ist vielleicht ein bisschen der Stempel hier unten. Also ich habe da eben mit den Schwämmchen den Stempel Geburtstag eingefärbt in zwei verschiedenen Farben und dann das Schöne noch drüber mit einer dritten Farbe gestempelt. Und wie gesagt, im Hintergrund ist das hier schön geprägt und an der Seite noch ein bisschen geinkt, dass es noch ein bisschen hervorsteht. Also es ist eine ganz weiße Karte eigentlich, aber durch dieses bisschen Inken kommt da noch ein bisschen Farbe rein und hebt sich noch ein bisschen ab. Und auch im Hintergrund bei diesem Etikett ist es noch ein bisschen geinkt an der Seite rum, dass man da auch noch ein bisschen Farbe hat. Und dann einfach ein Band, ein bisschen Garn. Ihr wisst ja, ich habe noch ein paar Reste. Und dann fand ich, war das eine ganz coole Idee. Und dann habe ich mir gedacht, okay, es gibt noch so viele schöne Prägeformen. Ich finde es einfach toll, wenn man prägt. Und dann habe ich mir hier so eine große Blüte noch geschnappt als Variation. Ich glaube, man kann es ganz gut erkennen. Hier mal in bläulichen Farben gestempelt. Dann habe ich mir den Textprägeform genommen und auch in den Hintergrund gesetzt. Fand ich auch ganz cool. Kann man auch ganz super als Männerkarte vielleicht benutzen. Also ja, das Band ist rosa, aber das macht ja nichts. Und dann habe ich eben nochmal diese beiden Blüten verwendet und eben die Pusteblumen als Idee. Also ich fand, das war irgendwie eine schöne Karte, sehr schlicht, weil es eigentlich sehr weiß gehalten ist. Aber durch diese Prägung, das kommt so richtig schön, wirkt es ganz schön und sticht nochmal so raus. Und ich finde es einfach total schön, wenn das Papier geprägt ist. Das ist immer noch was mich total, was ich total klasse finde, wenn ich ein Papier präge, dass es danach so schön rauskommt und man da ja so eine tolle Haptik auch hat. Zu dieser Karte wird es keine Anleitung geben. Normalerweise mache ich ja immer eine Anleitung dazu. Da kommt aber keine, deswegen habe ich gedacht, zeige ich euch einfach nur kurz die Hauptbestandteile. Also das Stempelset Große Wünsche habe ich benutzt. Das ist einmal dieses hier. Und die Stanzformen gewählte Konturen. Die haben diese Bestellnummer, also da sind die ganzen Stanzen raus für das Etikett vorne. Und wie gesagt, den einfach zweifarbig einstempeln, mit dem anderen einfärben, mit dem anderen drüber stempeln und schon hat man da den Effekt. Und man könnte es natürlich auch schön mit einem Notenblatt machen oder so, mit einer 3D-Prägeform wird es noch ein bisschen schöner. Und deswegen habe ich jetzt mal noch die Noten rausgesucht, die passen natürlich auch ganz toll. Genau, also das war meine Idee und jetzt kommen die ganzen wunderbaren Teamideen. Ich habe schon wieder einen ganzen Stapel für euch. Und ich fange an mit der Idee von Cornel. Total schön, er hat mir ein wunderbares Paket geschickt, vielen, vielen Dank. Und da war auch diese wunderschöne Danke-Karte dabei, die muss ich euch kurz zeigen. Ein kleines Dankeschön. Kannst du wunderschön schreiben, das sieht so toll aus. Und so eine Aufstellkarte finde ich total klasse. Musste ich euch auch noch schnell zeigen. Könnt ihr natürlich auch gleich anwenden als Winterkarte. Sehr cool. Und die eigentliche Winterkarte ist diese hier. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Eigentlich ist das. Irgendwie ist mir das heute zu dunkel, ob das jetzt besser ist. Ist das jetzt besser? Ist heller geworden? Ich glaube schon ein bisschen, oder? Also, so schön geschrieben, Winterkinderkarte. Also er hat mir gleich zu jedem Thema was geschickt, deswegen bekomme ich da immer noch ein Schriftzettelchen dazu. Und das ist eine ganz, ganz tolle Schneeflockenkarte. Herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, da braucht man keine Stempel mehr, wenn man so schön schreiben kann. Genau. Und hier, das Tolle ist auch, dass hier im Hintergrund nochmal Designerpapier eingearbeitet ist. Das wirkt hier durch die Schneeflocke durch. Und das hier, das sieht auch aus wie gestanzt, aber das ist gestempelt. Das sieht auch richtig klasse aus, finde ich. Auch irgendwie cool, ein bisschen zweifarbig. Also, ich glaube, dass das eher mit einer Schablone gemacht worden ist, denke ich jetzt mal. Dass man das einfach eine Schablone mit Sternflocken drüber und dann vielleicht mit Schwämmchen oder so eingefärbt hat. Und noch einen herzlichen Glückwunsch. Ein paar so schöne Glitzis drauf. Die sind nicht die typischen Glitzis, sondern so ein bisschen viereckig.
sehr, sehr schöne Karte. Vielen, vielen lieben Dank, Cornel. Gefällt mir total gut. Kann man auch super als Männerkarte verwenden. Da braucht man ja auch immer Ideen. Und das ist auch gleich das nächste Thema. Die Petra hat mir auch eine wunderschöne Karte geschickt. Und wir haben später nochmal in unserem Teamgeist das Thema Männerkarte. Deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt für dieses Thema ist oder fürs nächste Mal. Ich finde, es passt für beides sehr gut, deswegen habe ich es jetzt einfach gleich genommen. Einmal mit passendem Kuvert und mit diesem wunderschönen großen Bären drauf. Zum Geburtstag, liebe Wünsche. Also als Männerkarte kann man das perfekt verwenden und als Winterkinderkarte zum Geburtstag natürlich genauso. Man hat dann hinten noch viel Platz zum Schreiben. Entschuldigung, jetzt war ich nicht im Bild. Und das Tolle ist, dass es eben so eine Aufstellkarte ist. So eine Treppenkarte. Seht ihr das? Also ich halte es mal über das Weiße. Das ist sehr, sehr cool gemacht. Gefällt mir sehr gut. Muss ich auch mal ausprobieren auf jeden Fall. Das ist eine ganz tolle Kartenform. Und mit dem, dass es hier noch höher steht und so, das schaut richtig gut aus. Das ist echt eine coole Karte, ganz elegant. Und wirklich toll zum Hinstellen. Hier vorne mit diesem schönen, leicht silberfarbenen Designerpapier, der große Bär. Der Geburtstagsspruch ist auch sehr schön. Coole Farbkombi auch mit dem dunklen Anthrazit und dann diesem silbernen. Das passt einfach sehr gut zusammen. Und ist eine richtig tolle Kartenidee. Vielen, vielen Dank, liebe Petra. Jetzt kommt eine Karte von der lieben Sina. Das ist eine ganz große Kartenform. Kleine Karte für mich. Sehr süß. Können wir hier hinhalten. Und das ist irgendwie auch eine coole Technik. Ich weiß nicht, ob ich es richtig sage, aber ich würde sagen, das ist mit Stempelkissen gemacht, im Hintergrund gearbeitet, oder? Also einfach mit dem Stempelkissen draufgehen und das dann so ein bisschen zur Seite wischen. So würde ich das machen, wenn ich das nachbasteln müsste. Und dann hat sie hier die Flocken mit Silber embossed. Der Geburtstagsspruch, wieder mit dem gleichen Set, mit dem ich auch gearbeitet habe. Finde ich voll schön. Und außenrum ist auch noch gestitcht, ganz, ganz zart. Das macht sich auch sehr gut. Also ist eine sehr coole Karte. Auch so ein bisschen ein Farbverlauf. Also hier noch heller und dann immer mehr Farbe. Und ich glaube, das ist so eine Wischtechnik. So würde ich das machen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich hoffe. Stellt sie nicht scharf. Noch ein paar Flöckchen. Auch eine sehr coole Karte. Und mal ein ganz anderes Format. Hier von der lieben Sina. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Sina. Die nächste Karte ist von der Petze, also von der zweiten Petra. Habe ich auch mehr Karten bekommen, deswegen gleich die Winterkarte. Hier ist auch wieder ein Bär drauf. Einmal die Materialliste. Wischerkarte. Wischerkarte. Habe ich noch nie gehört. Das ist eine Wischerkarte. Oh wei. Ah, oh, ja, cool. Na, ich habe immer Angst, dass ich mich da blamier, wenn ich nicht weiß, wie das funktioniert. Aber das habe ich gleich rausbekommen. Das funktioniert so. Also ihr habt hier die Karte. Hoffe, du schwimmst im Glück für dich, weil du gigantisch bist. Und dann macht's. Hüpft da hier so ein cooler Wal raus. Ist das nicht mega? Das ist total witzig. Da kann man nicht aufhören. Also man hat hier quasi die Arktis mit den Eisbären und unten kommt der Wal hochgehüpft und macht Yippie, alles Gute zum Geburtstag. Sehr coole Idee, liebe Petra, gefällt mir voll gut. Aber Wischerkarte habe ich noch nie gehört. Aber sehr witzig, oder? Das ist mit so einem, also den Mechanismus auch seht, also eigentlich ist da nur so eine kleine Flasche eingebaut. Und da ist dann mit so einem durchsichtigen bisschen stabileren Plastikelement der Wal hingeklebt und dann kann der hier so raushüpfen. Sehr cool. Voll coole Idee. Vielen, vielen Dank. Die nächste Karte ist von der lieben Barbara und da ist es auch so, das ist auch eine Männerkarte und eine Winterkarte. Also wieder eigentlich zwei Themen in einem verbunden. Und hier ist wieder schön mit Kuvert. Und dann hat man hier diese wunderschöne Winterlandschaftskarte mit dem Designerpapier. Und dann hier so, das sieht total klasse aus, finde ich, wie so Wellen. Mal eine ganz andere Form in den Hintergrund gemacht. Sehr, sehr coole Idee. Und wenn man es aufmacht, hat man noch so ein bisschen
so schöne Sprenkel hier und hier auch noch so eine kleine Zierleiste sozusagen. Hier unten auch ganz witzig, die eine Seite ist abgerundet, die andere Seite ist gerade. Das finde ich ist auch mal ganz cool. Und hier vorne, das macht sich echt total toll. Ich hoffe, jetzt sieht es gut aus. Also das ist hier noch so gestitcht und das ist echt so wie so kleine Wellen. Oder also ich würde es so interpretieren. Ich finde das sehr, sehr schön. Und es geht auf jeden Fall durch als Männerkarte und als Winterkinderkarte. Und dann hat man hinten sogar noch ein kleines Fach. Das ist auch noch geprägt sogar, seht ihr das, mit wie so Schneeflöckchen. Und ein kleines Kuvert, da kann man halt dann zum Beispiel Geld reinmachen oder so. Und kann das dann verschenken. Also es ist eine richtig coole Idee. Also seht ihr diese kleinen geprägten Punkte auch noch drauf, genau. Auch wieder eine ganz tolle Winterkarte und eine tolle Männerkarte. Sehr, sehr schön. Das hier ist die Materialliste dazu. Und ich habe so ein kleines süßes Briefchen bekommen. Das hat so einen netten Verschluss, das wollte ich euch noch kurz zeigen. Das kann man hier so reinmachen. Das ist so süß. Da ist eine kleine Schoki drin. Und ein kleiner Brief für mich. Das ist einfach total schön gemacht. Aber man könnte doch sogar, oder? Man könnte den Brief, vielleicht war das auch so und ich habe es nur schon anders rein gemacht. Vorne den Brief und hinten noch eine Schoki. Ja, nicht ganz. Aber total, total süß gemacht und ich finde es eine ganz, ganz tolle Karte und geht auf jeden Fall als Männerkarte durch. Vielen, vielen Dank, liebe Barbara. Total süß mit den kleinen. Sowas ist ja meins, so kleines Briefkuvertchen. Hätte ich als Kind auch unheimlich gesammelt und geguckt, dass ich sowas finde irgendwo oder selber bastel. Gefällt mir total gut. Die nächste Post ist von der lieben Nadine. Die habe ich noch ein bisschen in der Tasche geschützt. So, einmal die Karte von der Nadine finde ich auch sehr, sehr cool. Also das ist jetzt viel gestempelt, der Hintergrund selber gemacht. Hier vorne diese wunderschöne Prägeform, die ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, aber die habe ich auch sehr, die liebe ich auch sehr. Und dann noch mit so Goldblättchen. Also ich weiß nicht, Nadine, aber es könnte sein, dass das dieses Blättchenzeug ist. Ich habe das selber nicht, ich habe das auch noch nie ausprobiert, aber das sieht so aus, das macht sehr edel. Aber ich glaube, das ist schon ziemlich aufwendig. Coole Karte auf jeden Fall. Und ihre Themenkarten sind auch so wunderschön. Einmal, das sieht auch ganz toll aus. So schön gestempelt, dieses Kuvert. Das schaut auch aus wie eine Schablonentechnik. Gucken wir mal. Da muss ich jetzt mal nachgucken. Anleitungsvideo gibt es auch. Wow, super. Stempelset, Verdi Versailles und liebevolle Gedanken. Ich weiß nicht, ob das eine Schablone ist, aber es sieht mir irgendwie nach einer Schablone aus, weil das so schön zart ist, dieses Kuvert. Also ich halte euch jetzt mal die Materialliste rein. Bei Hängebauchmaus findet ihr die Nadine. Oh, die eulend. Genau. Und das ist die Karte dazu. Also die ist mega elegant, total schön. Mit dem Glitzerpapier, bisschen Goldgarn, bisschen dieses glitzernde Organdi-Band oder wie das heißt. Das ist auch total schön. Und dann diese wunderschöne Blüte. Also das ist einfach total toll. Finde ich total schön als Idee, dass man das auch mal in Lila gestalten kann. Wunderschön. Auch im Hintergrund noch gesprenkelt. Und der Spruchstempel. Also ganz, ganz toll. Herzlichen Glückwunsch. Also es wäre auch eine ganz, ganz tolle Weihnachtskarte mit anderen Farben. Logo von der Nadine natürlich, kennt ihr schon wahrscheinlich. Also total schön. Ganz coole Karte und als Geburtstagskarte für Dezember oder Januar auf jeden Fall auch total cool. Aber wirklich auch super als Weihnachtskarte, mal ein bisschen was anderes. Also einfach mal mit einem lilanen Weihnachtsstern ist echt total schön. Und auch hier nochmal das Kuvert, total toll, wieder mit Sternchen. Seht ihr das? Wie schön das schimmert, oder? Das ist ganz cool. Eine Materialliste. Gucke ich auch, dass ich euch das so reinhalte, dass ihr Pause machen könnt, wenn ihr was sucht. Und auch eine Anleitung wieder bei Hängebauchmaus, bei YouTube. Und eine ganz, ganz wunderschöne Karte. Das wäre auch eine coole Männerkarte, finde ich. Genießt deinen Geburtstag. Das schöne Glitzerpapier.
Ja, weil der Hintergrund, finde ich, der schaut richtig toll aus, so richtig schön stabil, kraftvoll irgendwie. Also das sieht auch richtig schön aus für dich. Ist schon ein bisschen Glitzer auch dabei, aber das ist ja, so mit Sternchen winterlich Glitzer, also das geht auch für einen Mann, oder? Also ich finde die Karte ist auch mega cool. Und wie gesagt, der Hintergrund, der sieht ganz, ganz klasse aus. Und auch schön, dass es so dreigeteilt ist. Das ist nochmal was Besonderes. Nicht nur ein Element, sondern so in drei Teilen. Das schaut richtig klasse aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank, liebe Nadine. Ach, hier hat sich noch eine Karte von mir eingeschlichen. Was macht die denn dann? Das ist nochmal ein anderer Hintergrund. Das ist eigentlich meine Männeridee-Karte dazu. Die wollte ich eigentlich am Anfang zeigen. Egal. Die hat sich jetzt hier irgendwie eingeschlichen. Jetzt habe ich noch mal ein Paket, einmal von der Andrea. Auch hier wieder eine Karte für mich. Die muss ich euch auch zeigen, weil die so schön ist. Ich finde das Stempelset ist so toll. Und das ist eigentlich einfach gemacht, aber wieder wunderschön, farblich toll. Schön, ganz tolle Karte. Und diese Glitzersteine, die brauche ich noch. Die muss ich mir bestellen. Die sind cool. Und hier ist eben mit dem gleichen Stempelset gearbeitet, wieder passendes Kuvert. Und die Idee, ich dachte, ich mache dir mal eine Karte. Finde ich eigentlich, ja, mit Blume, aber könnte auch als Männerkarte durchgehen. Irgendwie haben wir jetzt viele Männerkartenideen, finde ich. Aber natürlich auch als Mädelskarte. Also ich finde die ganz, ganz zauberhaft schön. Ganz toll. Mit diesem Holzdekorstreifen nochmal davor gesetzt. Also wunderschöne Karte. Auch die Glitzersteine sind cool, weil die so matt sind. Und hier die Blume in den Vordergrund gesetzt. Also total schön. Cooler Spruch. Ich glaube, der ist aus der Celebration, oder? Ich dachte, ich malte mal eine Karte. Ja, genau, Celebration. Also, ihr seht hier einmal die Andrea mit der Materialliste. Und ihr findet die Andrea auch bei YouTube, Andreas Kartenwerkstatt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da gibt es auch eine Anleitung dafür, oder? Ich habe leider in letzter Zeit so wenig Zeit, dass ich überhaupt nicht zum Video schauen komme. Und dann haben wir noch eine zweite Karte, die ist auch total cool. Die ist mit diesen coolen Formen hier im Hintergrund. Winterkarte. Also ganz im Hintergrund ist sogar noch geprägtes Papier. Muss mal kurz rausnehmen. Seht ihr das? Also das sieht auch total witzig aus. Und dann eben diese Elemente so drüber gesetzt. Total spannend angeordnet, finde ich. Und dann ergibt es quasi auch wie ein kleines Puzzle, auch nur mit den Bäumen im Hintergrund. Das passt total toll. Happy Birthday. Ist auch aus dem gleichen Blumenstempelset und ist nochmal embossed hier vorne mit ein paar Schneeflöckchen. Also total schön. Heute ist richtig schönes Wetter draußen. Da bin ich irgendwie gar nicht in Winterstimmung. Heute scheint endlich mal die Sonne und es ist richtig warm gefühlt, wenn ich das Video hier aufnehme. Aber hier habt ihr die Materialliste. Genau, von der Andrea, wie gesagt, auf YouTube auch zum Anschauen und. Ist auch eine mega coole Idee, weil das auch mal ganz was anderes ist. Ist total schön angeordnet, auch wenn man die mal abschneidet. Finde ich sehr, sehr cool. Super schöne Idee. Vielen, vielen Dank, Andrea. Okay, und dann habe ich noch die Vanessa. Als Kartenidee. Mit passendem Kuvert. Das ist auch sehr schön. Ja, das sieht man auch in der Kamera gut. Also im Hintergrund ist so Silberfolie, die geprägt ist mit den Schneeflocken. Vorne die Bäume, die Winterbäume drauf. Ganz witzig auch das Band, das passt natürlich sehr gut, wie so kleine Schneebälle irgendwie. Gratulation vorne mit dem Etikett. Sehr, sehr schöne Karte. Ah, jetzt weiß ich, ich glaube, ich habe in die E-Mail geschrieben, gerne auch für Männer, als Männerkarte. Ich habe nämlich in meinem Videoplan eben nur dran stehen Winterkinder und deswegen haben wir, glaube ich, auch viele so blaue Karten und viele, wo man auch für Männer total schön machen kann. Ich finde, das ist auch eine ganz tolle Karte, auch für einen Mann. Also auch sehr cool gemacht. Wieder mit ein paar Schneeflöckchen innen auch. Voll schön. Natürlich sind es auch Winterfarben, so blau und weiß. Aber ja, auch sehr gut geeignet für eine Männerkarte. Vanessa, ganz, ganz lieben Dank, wunderschöne Karte. Und hier ist noch die Materialliste dazu. Also da könnt ihr immer auf Pause klicken, dann könnt ihr euch das in Ruhe angucken, wo das alles herkommt. Ja, ihr Lieben, es waren wieder ganz viele Karten. Vielen, vielen Dank für eure wunderschönen Ideen. Ich lege jetzt nur mal kurz die hier rein ins Bild. Also ich hoffe, es war für euch wieder ganz viel Inspiration dabei. Ich sage ganz, ganz lieben Dank an meine wunderbaren Teamies.
fürs Mitmachen und fürs Inspirieren. Und also total coole Karten. Ich freue mich aufs nächste Mal. Wenn euch die Karten gut gefallen hat, dann könnt ihr unserem Video gerne den Daumen nach oben geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, könnt ihr den Kanal natürlich auch gerne abonnieren. Drückt dabei auf diese Glocke und dann verpasst ihr kein Video mehr. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ihr habt jetzt ganz viele kreative Ideen. Und ich freue mich auf euch. Kreativiert was Neues. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.